Detroit players, Tim's for my hooligans in Brooklyn. That's dead right, if the head right, Biggie there, Frontlines, das soll ja schon ganz gut sein. Ach nee, stehen lassen. 0815 Shooter Folge 360. Schon wieder Amis gegen Russen. Ganz was Neues. Hör nicht auf den. Amis und Russen haben sich doch bewährt. Wozu das Rad neu erfinden, wenn es doch funktioniert? Boah, hör nur wieder. Zisch ab, Mann! Basen besetzen ist zwar cool, aber das ist doch nichts Neues. Mein Reden, Alter! Das ist alter Scheißkäse. Das gab's schon im allerersten Battlefield. Drohnen sind neu. Was? Ich sagte, man kann ferngesteuerte Drohnen benutzen. Das gab's vorher noch nicht. Mensch! Drohnen! Das sind ja Drohnen! Toll! Das spielt doch nicht so übel. Im Multiplayer ist das bestimmt gar nicht so schlecht. Mann, du hast doch schon Halo 3 und Call of Duty 4. Die gehen im Multiplayer auch gut ab. Ja, schon, aber in Call of Duty kannst du keine Panzer fahren und in Halo keine Soldatenklassen wählen. Frontlines ist viel taktischer. Komm nicht mit Taktik! Um es kurz mal auf den Punkt zu bringen, Frontlines bringt zwar kaum Innovationen ins Genre, macht dabei seine Sache aber gut. Wenn ihr auf Titel wie Battlefield steht, da bekommt ihr mit diesem Spiel einen soliden und gut zu Ende gedachten Teamshooter.